Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Horoskop im Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Oktober Geburtstag habt. In diesem Monat wird Liebesgöttin Venus in eurem Zeichen rückläufig. Deshalb könnt ihr anderen ganz schön den Kopf verdrehen. Auch wenn ihr euch gern im Hintergrund haltet, die Liebe wird euch finden und für einige Aufregung sorgen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie sich das in eurem persönlichen Horoskop auswirkt oder auch, wenn ihr euch vielleicht eine persönliche Jahresvorschau mit dem Geburtstagshoroskop gönnen wollt, dann bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und die Informationen dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Mit etwas Glück könnt ihr die Beratung auch gewinnen, denn diesen Monat verlose ich eine Kompaktberatung. Am Himmel ist ja viel los, da lohnt sich das. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt und was ihr dafür machen müsst, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Gleich schauen wir uns die Konstellationen für euch genauer an. Vorher aber noch der Hinweis, dass ihr noch weitere Informationen über die langfristigen Tendenzen jederzeit auch im Jahreshoroskop 2018 nochmal abrufen könnt. Und das gibt es als Video und ihr könnt es auch im Buch nachlesen. Und da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die besondere Aspekte empfangen. Zum Beispiel den Harmonieaspekt von Neptun, der noch über mehrere Jahre wichtig für euch ist. Im Oktober steht ihr sozusagen im kosmischen Scheinwerferlicht, denn Liebesgöttin Venus steht in eurem Zeichen im Skorpion und wird dort rückläufig und entfaltet dadurch eine ganz besondere Kraft. Der andere große Player diesen Monat ist Pluto und das ist ja euer Herrscherplanet. Und weil in eurem Horoskop die Sonne eben im Skorpion steht oder auch der Aszendent, wollen sich diese kosmischen Kräfte durch euer Wesen und euer Verhalten ausdrücken. Dadurch habt ihr jetzt auch eine gewisse Verantwortung, mit diesen besonderen kosmischen Gaben achtsam umzugehen. Die Venus wird am 5. Oktober rückläufig und das kann euch schon stark beeinflussen. Möglicherweise kennt ihr euch gar nicht wieder, weil ihr auf einmal dazu neigt, Entscheidungen rückgängig zu machen oder eure Wertvorstellungen nochmal zu überdenken. Denn normalerweise seid ihr euch in euren Überzeugungen sehr sicher. Gerade in der Liebe neigt ihr jetzt dazu, einen Schritt vor und zwei Schritte zurückzugehen, zu zögern und zu tändeln. Wenn ihr beispielsweise gerade einen neuen Flirt angefangen habt, könnt ihr der Person damit komplett den Kopf verdrehen. Gerade ihr steht eigentlich immer zu eurem Wort und wisst sehr genau, was ihr wollt. Aber jetzt seid ihr euch auf einmal eurer Sache nicht mehr so sicher, aber eben auf eine sehr charmante Weise, weil es sich um die Venus handelt. Es kann euch also keiner so wirklich böse sein. Auch Skorpione in fester Partnerschaft können ihren Partner damit überraschen, dass sie ungewohnt wankelmütig erscheinen. Das machen sie aber durch viel Leidenschaft und Lust wieder wett. Spätestens wenn die Venus dann wieder im Vorwärtsgang durch euer Zeichen läuft, nämlich den ganzen Dezember über, dann findet ihr wieder zu eurer gewohnten Entscheidungskraft zurück. Wichtig ist nur, dass ihr auch dazu steht, wenn ihr euch eurer Sache nicht sicher seid. Wenn ihr so auftretet, als wüsstet ihr genau, was ihr wollt, kann das zu Verwirrung oder zu verletzten Gefühlen führen. Das gilt übrigens auch dann, wenn euch Gefühle von Eifersucht plagen sollten, denn die könnten sich als unberechtigt erweisen. Ein anderes Thema könnte sein, dass ihr vielleicht beschließt, eine alte Liebe von früher nochmal aufzusuchen und Dinge zu klären oder es sogar mit einer vergangenen Beziehung nochmal von vorn zu versuchen. Aber baut dabei nicht zu viel Druck auf. Für eure finanziellen Entscheidungen gilt, dass ihr sie womöglich nochmal revidiert oder dass euch Abmachungen, die ihr zugesagt hattet, auf einmal nicht mehr haltbar erscheinen und das wollt ihr dann ändern. Das ist alles machbar, wenn man sachlich und zuvorkommend mit den anderen drüber redet und sie nicht vor den Kopf stößt. Denkt immer dran, ihr habt Pluto in eurem dritten Haus der Kommunikation und das kann bedeuten, dass ihr schroffer und leidenschaftlicher auftretet, als es angemessen wäre, weil auch noch Saturn dabei steht. Bei allem, was euch jetzt aufwühlt, solltet ihr erstmal in Ruhe drüber nachdenken und euch die Sache ab Mitte November nochmal von Neuem anschauen. Der Neumond am 9. Oktober fällt bei euch ins 12. Haus des Rückzugs und der Spiritualität, ist aber eine ziemlich spannungsgeladene Konstellation. Wahrscheinlich ist es wirklich eine gute Idee, wenn ihr in diesen Tagen öfter mal den Rückzug sucht und euch innerlich sortiert. Das hilft euch, zu guten Entscheidungen zu kommen. Möglich auch, dass es zu Spannungen mit Familienmitgliedern kommt, weil sie nicht so recht wissen, woran sie bei euch sind. Und das kennen sie einfach nicht. Gute Zeiten für verständnisvolle Gespräche sind am 13.,
15. und 17. Oktober. Und das Wochenende vom 20. und 21. Oktober solltet ihr euch schon mal vormerken, um euch Zeit für die Liebe zu nehmen. Am 23. Oktober um 13.22 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen Skorpion und sie aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer Zeichen bzw. euren Aszendenten und ihr werdet euch vital und kraftvoll fühlen. Allerdings geht sie dann gleich zu Vollmond am 24. in Spannung zu Uranus, der ja bei euch im Partnerhaus steht. Für Singles kann das der Beginn einer ganz heißen neuen Affäre werden, besonders für die Oktoberskorpione. Wer in festen Händen ist, verspürt den Wunsch nach mehr Aufregung und Prickeln in der Beziehung. Damit es nicht zum Fremdflirt kommt, solltet ihr euch in den Tagen um den Vollmond ganz klar zu eurer Beziehung bekennen. Am 28. lässt die Spannung wieder nach und der Mond im Krebs sorgt dann auch für Ausgleich, steht im guten Aspekt zu euch. Und dann am 31. Oktober haben wir sehr schöne Sterne, um Halloween zu feiern. Dann solltet ihr es mit eurem Partner oder euren Freunden richtig krachen lassen. Und es ist auch eine gute Gelegenheit, um euren Geburtstag zu feiern. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung. Also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und Entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.